Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Rise of Berg. Ja, es geht endlich weiter. Ja, ich nehme das eigentlich direkt nach der ersten Folge auf, weil ich war am Überlegen, ob ich auf eure Reaktion warte beim ersten Video. Eigentlich wollte ich es so machen, aber jetzt irgendwie habe ich doch gemerkt, ich habe jetzt so gerade die Motivation und ich glaube, jetzt ist noch sehr viel Tutorial und wenn ich das jetzt noch lieber erstmal abhake und dann quasi eher auf eure Reaktion eingehe, ist vielleicht doch besser, weil dann sieht man so ein bisschen, wie sich das Spiel. Wie sehr es für mich möglich ist, sage ich jetzt mal, weiterzuspielen. Gut, aber dann hauen wir doch mal weiter rein. Wir haben ja jetzt drei Drachen auf Level 6, ne? Hier der. Okay. Die Fische haben jetzt erstmal hingehauen. Perfekt. Der Monstrous Nightmare hat ja uns jetzt hier die Fische gebracht. Riesenhafter Albtraum, so heißt er im Deutschen. Ich vergesse immer, wie schlimm ist. So, Holzlager ist. Oh, Holzlager ist voll, dann hätte ich das nicht aufsammeln dürfen. Egal. Wir können jetzt auf jeden Fall die Meadehalle auf Level 3 hauen. Ah ja, das können wir jetzt schneller machen, aber das kostet uns was. Oder ein Video ansehen, um das um 20 Minuten zu beschleunigen. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal so ein bisschen schneller, komm. Ah, da muss erstmal was gedownloadet werden. Okay. Kommt jetzt ein Video oder was? Oder? Was kommt denn? Ich bin gespannt. Trommelwirbel. Ah. Einfach neue Inhalte, okay. Es gibt neue Wikinger-Gebäude, die uns einfach mehr Wikinger geben, okay. Okay, erfülle Aufgaben, sammle Preise und tausche das ein. Ah, jetzt kommen hier schon diese Angebote. Ah ja. Willkommensbündel. Naja, wie gesagt, ich hab's ja schon mal gesagt, die Werte stehen nicht da, weil ich auf dem gleichen gerouteten Emulator-Spiel wie auch bei The Game. Eigentlich möchte ich nicht für sowas gehen. Ich will es gucken, weitaus Free-to-Play durchzuspielen, ohne irgendwie auch nachzuhören, wie ihr wisst ja, ne? Das. Aber ja. Wenn, dann müsst ihr es entscheiden, wenn ihr. Da müsst ihr, wenn dann sagen, dass ich auf irgendwas, zu irgendwas, irgendwo zuschlagen soll. Ich will da nicht derjenige sein, der da, sage ich jetzt mal, der Akteur ist. Wir gucken jetzt erstmal, was sind jetzt diese Bergspflichten? Das interessiert mich. Es gibt eine Sammlung. Tauscht hier Sammelgegenstände gegen unglaubliche Drachen und Rohstoffe ein. Okay, ist also quasi Handel. Okay, benötigt Level 7. Exklusiv. Der exotische Glutkessel. Was abschließen für 3750? Das alles, oder wie? Ach so. Da kriege ich quasi die Preise jetzt, oder was? Aber das ist ja quasi jetzt ein Tausch für diese Dublonen. Die sind doch eh sauteuer. Ah, ich bin blöd, Leute. Ich bin blöd. Also ich kann jetzt entweder die Dublonen ausgeben, um das Ding zu bekommen, oder ich mache das links alles und dann kriege ich den, oder? Händler Johanns frischeste Beute. Okay, ich bin doch verwirrt. Also ich brauche, was brauche ich denn da? Ein Kamm. Aber der hat den nicht. Das sind auch wieder so Sachen. Ich werde jetzt wahrscheinlich drei Folgen, glaube ich, im Voraus aufnehmen und dann erstmal mir schon die Kommentare durchlesen, damit ihr mir hier alles erklärt, weil ich dachte jetzt, ich brauche links die Sachen, um das rechts zu bekommen. Ich glaube, so ist es auch gedacht, aber immer wenn ich draufklicke, sind hier andere Dinge zu bekommen. Zu Johanns Boot. Wie lange habe ich denn Zeit? Endless? Also stehen die Angebote die ganze Zeit oder wie? Also irgendwann kriege ich mal Äpfel und das alles, und dann kriege ich diesen Drachen. Keine Ahnung. Hier das Zeug. Ah, okay. Hier muss ich einfach diese Inseln erkunden. Beim anderen muss ich Glück haben, dass es das Boot, Johanns Boot hat zum Handeln. Okay. Verteidigung, riesenhafter Albtraum. Okay, da dann so eine Panzerplatte. Auch nicht schlecht. Ja, gut zu wissen. Trotzdem gut zu wissen, ja. Keine Frage. Krank. Angebote. Na gut, das sind jetzt alles das Zeug, was man kaufen kann, wie gesagt. Okay, was? Es gibt gerade ein Angebot und da kann ich diese Blätter für Sachen. Hey, wie viel Zeug es hier gibt. Ja, leck mich. Es ist ja krank.
Angebote will ich gerade eigentlich gar nicht sehen. Wie gesagt, wenn ich bei einem Angebot zuschlagen soll, müsst ihr es mir sagen. Also so wie VIP gibt es nicht, oder? Runen sind es. Um die ihr zu erhalten, einfach Facebook-Seite liken. Okay. Oder join Instagram. Aber sonst sehe ich jetzt gerade nichts irgendwie, was sich hier irgendwie für mich ermöglicht. So, zurück zum Spiel tatsächlich. Mehr Fische halten, viel Spaß. Ah, in der Mailbox bleibt der Überschuss. Das ist schön. Das ist tatsächlich good to know, aber das Holz anscheinend nicht, oder wie? Oh, Leute, eins nach dem anderen. So, können wir jetzt das Haus bauen? Ja, wir können das Haus bauen. Nein, wir können es nicht bauen. Wir brauchen mehr Wikinger. Aber wir können jetzt das bauen. Eine Wetterfahne. Die passt da nicht hin. Brauchen wir hier. Schneller. Ah, jetzt beginnt es schon. Jetzt beginnt es, dass wir hier Runen einsetzen müssen. So, Fischbeckenhöhe, Akademie, Level 2. Wir können ihre Drachen auf höhere Max-Level kriegen. Und wir können Astros Haus bauen. Das machen wir jetzt auch als erstes. Bau den Dreck hier. Das können wir gratis beschleunigen. Dankeschön. So, wir haben jetzt. Jetzt haben wir den Drachen, oder wie? Zum Shop. Ah, ne, wir haben ihn noch nicht. Den müssen wir uns echt kaufen mit Dingen oder kriegen wir das Ei irgendwann? Krass, der. Ach, okay, das ist jetzt speziell ihr Drache, deswegen ist er wahrscheinlich einzigartig, weil ich nehme mal an, dass die Art an sich wahrscheinlich nicht so selten ist. So, was sind die nächsten Missionen? Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert, bin ich ehrlich, aber ich finde es eigentlich ganz schick hier. Wir sollen einfach Viecher suchen, okay. Good luck. Ah, wartet mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Guck mal zurück. Ah, wir können ja auch diese Gegenstände gerade finden. Krass. Und je nachdem, welchen Drachen wir suchen, sind wir auf einer anderen Insel, kann das sein? Lava-Level-Insel ist er nämlich, ja. Okay. Ist das jetzt hier? Quarks Ehrengarde. Wellenschläger. Ich verstehe nicht, was ist das jetzt? Buch der Drachen. Sind das die ganzen Inseln, die noch auf uns zukommen, oder wie? Jetzt bin ich gerade wieder verwirrt. Also mit ihm können wir auf jeden Fall die ganze Zeit erkunden. Okay. Können wir das Zeug jetzt aufwerten? Das wäre mir wichtig. 8 Minuten. Machen wir jetzt auch wieder schneller. Das ist jetzt nicht so teuer. Ist wahrscheinlich nicht so schlau, da alles irgendwie rein zu investieren, aber das ist mir jetzt wert, damit ich hier das Holz und Fisch einsammeln kann. Vor allem den Fisch. Ach so, wir sollen nur suchen. Ob wir einen bekommen, ist scheißegal. Okay. Gut zu wissen. Aber wir haben einen gefunden. Ah, ich nehme mal an, er wusste schon, dass wir ihn gefunden haben. Deswegen war das jetzt okay. Das heißt aber gleichzeitig, wir sollen jetzt auch noch den Schrecken hier suchen. Wird immer teurer alles hier. Gratis beschleunigen. Was passiert jetzt, wenn wir noch einen haben? Bereits im Besitz eben. Ich kann einfach mehrere haben, okay. Was bringt es mir, wenn ich mehrere habe? Ich lasse ihn mal so. Ich werde ihn jetzt nicht irgendwie leveln oder so. Ich werde ihn auf jeden Fall wieder Fisch holen lassen. Und mir ist aufgefallen, nach 8 Minuten kommt er echt zurück. Was ist denn dann links dieser Stundenwert? Wann kommt diese Stunde zustande? So. Jetzt ist er irgendwie in den Kameramodus gegangen. So. Irgendwie so einem, ne, Screenshot-Mode. Deswegen konnte ich nichts mehr anklicken. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. So, was ist jetzt hier? Was brauchst du? Rotzbacke, ist das der Sohn von dem, oder wie? Verbrauche 300 Fisch. Ja gut. Lohnt sich nicht am meisten, einfach Toothless zu leveln, ohne Zahn zu leveln, weil der sucht uns ja letztendlich. Ah, okay, wir müssen tatsächlich nicht finden. Wir mussten nur suchen. Okay. Nee, weil der sucht uns ja letztendlich Drachen. Und das heißt, je höher er ist, desto eher kriegen wir die Drachen. Wir müssen eh trainieren lassen jetzt. Ah, jetzt müssen wir Level 2 bringen. Okay. Du brauchst 5 Wikinger, habe ich. Fast. Gratis schneller. Zack. Nochmal aufwerten. Du brauchst 15. Okay, das dauert echt lange. Was ist das hier? Jetzt lädt's. Ah, Tapjoy.
Tapjoy ist so eine Sache, ist ganz nett, aber ja, braucht man nicht. Witzig, dass das hier integriert ist als Boot. Also ihn leveln kann ich jetzt schon, weil jetzt ist er am Trainieren. Wir machen das jetzt nochmal schneller. Zack, ich habe jetzt keinen Bock, das Video anzugucken. Tufel ist Level 7. Jetzt können wir den Glutkessel suchen. Aber ist der nicht... Jetzt ist er hier wieder häufig. Wartet mal ganz kurz. Da war er doch noch selten. Exklusiv. Ach, das ist der exotische Glutkessel. Okay, die haben verschiedene... Ja, Formen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann suchen wir den doch, oder? Das dauert jetzt schon 30 Minuten, aber ich würde sagen, wir gehen auch wieder für 3. Und das zu beschleunigen, boah, das kostet was. Uiuiui. Also das, jetzt weiß ich, woher das, ne, mit der Zeit und so, aber 30 Minuten ist jetzt noch annehmbar, würde ich behaupten. Vor allem, du kannst ja in der Theorie, wenn du viel Zeit in dem Spiel investierst, die ganze Zeit mit Toothless hier permanent diese Runen farmen, wenn ich mich nicht irre, ne? Oder hat da Lydia irgendwie einen Cap am Tag, ein Limit? Naja. Kaufe Gebäude im Wikinger. Ja, okay, das habe ich jetzt schon alles gemacht. Ja, die Story, ich muss sagen, die haben da eigentlich sehr ähnliche Dialoge oder Charakteristiken wie aus den Filmen, obwohl der Vater ein bisschen genervter wirkt als zum Ende des ersten Films. Naja. Jetzt regt er. Okay, also die Story ist ein bisschen weird. Ich soll ihn zweimal suchen. Ja, das dauert mich. Kostet mich jetzt eine Stunde, ne? Bin legit am Überlegen, ob ich das einfach beschleunige und dafür die Runen wieder farme. Wisst ihr was? Wir machen das so. Ich will nämlich die Mission jetzt haben. Wir haben keinen Glutkessel bekommen. Aber woher weiß ich jetzt, was für Sachen ich suche? Ihr habt es ja gerade gesehen. Bester Fischsammer, bester. Schar, Quarks Ehrengarde. Das ist die Schar, was wir vorhin hatten. Aber woher weiß ich. Er kann auch Eisen suchen, okay. Was hat das mit dem kochenden Wasser? Aber woher weiß ich jetzt, was ich für Sachen bekomme? Ich habe gerade gesehen, dass er noch was mir mitgebracht hat. Da, in möglichen Belohnungen, sieht man. Die unwegsame Bucht. Da müsste ich jetzt halt auch eigentlich schauen, was ich alles brauche, aber ja. Mögliche Belohnung, ich kriege auch noch die anderen Drachen da. Dann ist es ja echt Glück, ob ich den bekomme. Das ist ja schräg. Was ist im Markt eigentlich? Das sind eine Sachen, die ich besitze, oder? Ah, nee, das sind die Sachen, die ich quasi wo ich mir was holen kann. Das sind wir ja leider schon gewohnt. 10 Wikinger brauche ich jetzt, um das nochmal aufzuleveln. Das heißt, es dauert erst. Das Paket. Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht suchen hier. Ich wollte nochmal ganz kurz. Pflichten! Das habe ich mir gar nicht angeschaut, verdammt. Ein Video angucken für Fragezeichen. Täglicher Login. Erhalten. Das sind also quasi einfach tägliche Missionen. Okay. Das ist doch ganz schick. Ah, das sind hier diese Events eben. Das ist ja jetzt dann vorbei oder ist es jetzt? Hat es jetzt erst begonnen? Also bringt es mir noch was, jetzt da diese Herbstblätter zu bekommen? Ich krieg eine. Schließe 6 Ziele ab, dann kriege ich hier dieses Ding. Das ist nice. Ein Video angucken. Ich habe jetzt mal den Pause-Button ready. Nicht, dass es irgendwas ist, was ich nicht schauen darf. Ich bin gespannt. Trommelwirbel. Naja. Was kommt jetzt? Kommt irgendein Video oder kommt ein spielspezifisches Video? Oder hat sich die App einfach aufgehangen? Ja, ich glaube, das ist der Fall. Ja, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ja, ich habe jetzt aufgegeben, einfach irgendwie dieses Video zum Laufen zu kriegen, weil beim 5. Mal ist es leider nochmal abgestürzt. Ist eh optional. Wöchentlich. Okay, das sind alles Missionen, die irgendwie machbar erscheinen. Jetzt ist eh die Frage, Leute, was darf ich privat machen, was soll ich aufnehmen? Weil ich bin ehrlich, es sieht so aus, wenn jetzt wirklich so ein Drachensuchen immer eine halbe Stunde bis Stunde dauert, dann werde ich das mit Sicherheit privat immer wieder mal machen. Aber ich denke mal, den Drachen dann zeigen, also wenn ich ihn ausgebrütet habe und so, werde ich dann wahrscheinlich erst machen, wenn ich auch wirklich hier, ne, mit. Wenn ich dann wirklich auch aufnehme, den tatsächlich zeigen. Also ich denke mal so, einfach Farm ist auch okay. Mit Mission weiß ich nicht, wie seid ihr da so, weil ich denke mal, Mission zeigen ist wahrscheinlich schon besser. Hier begrenzten Angebote, okay. Aber weiß ich nicht.
Soll ich die Mission auch einfach mal laufen lassen? Nebenbei oder nicht? Finde Holz mit dem schrecklichen Schrecken. Okay. Also, da müsst ihr mir dann auf jeden Fall schreiben, ob ihr wollt, ob ihr die Mission sehen wollt oder ob ich, keine Ahnung, auch Privatmissionen machen darf. Ich muss ganz kurz gucken. Wir sollen einfach sehr kleine Fisch verbrauchen immer noch. Das Holz suchen machen wir gerade. Wir sollen das Haus von ihm bauen und bei ihm war es den Clues. Okay, passt. Dann machen. Gucken wir mal, was brauchen wir denn, um das Haus zu bauen? Bauen zu können. Brauchen wir Wikinger? 7. Das heißt, wenn wir jetzt einfach so eins dieser Häuser bauen, dann hätten wir sie ja sowieso. Wollen wir es einfach mal dahin. So, dann haben wir jetzt auch Fischbein. Fischleg. Her damit. Ist der Kollege auch dabei, oder? Also, ich verstehe jetzt nicht so ganz, was das bringt, wenn wir den Reiter bekommen. Also heißt es, dass wir. Heißt, dass wir. Können den Drachen von ihm irgendwann mal erhalten? Oder warte mal, jetzt haben wir als Belohnung das Ei bekommen. Fleischklops heißt einfach sein Drache, oder wie? Okay, also jetzt haben wir einfach seinen Drachen bekommen. Einzigartig. Aber Astrids Drachen haben wir nicht. Den haben wir komischerweise nicht bekommen. Oh, jetzt. Okay, wir kriegen noch eine Reise. Würde jetzt gern sehen, was bringt es, wenn ich ihn. Ja, okay, das heißt, die einzelnen Häuser, da sind die Drachen dann. Aber sie. Den müssen wir kaufen, oder wie? Den, also müssen wir den tatsächlich kaufen? Das ist schon ein bisschen mies. Also klar, jetzt dadurch, dass ich mich mit Facebook eingeloggt habe, könnte man sich den schon holen, aber komisch. Was ist eigentlich das hier? Das Sägewerk. Was heißt, was bringt es, wenn wir das aufwerten? Damit mehr Drachenholz sammeln können. Okay. Ah, und das hat Fisch gekostet, deswegen haben wir die Mission jetzt auch geschafft. Das ist nochmal ganz gut. Machen wir auch wieder schneller. Mich würde jetzt nur interessieren, wo ist dann das. Oh, nicht Sägewerk. Hier, genau, dass wir auch. Mit zwei Drachen Fisch holen können. Sehr schön. Ja, komm, beschleunigen wir. 2 von 3. Was heißt denn das Flecken? Also, es ist in dem Fall die Anzahl, wie viele Drachen da hin können, aber wenn wir pro Insel nur 3 maximal können, das ist ja dann echt nicht viel. Das ist wahrscheinlich echt ein Spiel, wo du wirklich auf Dauer einfach mal für die limitierten Drachen gehst. Kann das sein? Ich muss gerade noch so ein bisschen so die Parallelen zu den anderen Spielen aufbauen. Ich bin ehrlich, fällt mir noch nicht so leicht, weil bisher lässt sich sehr viel machen. Wir schauen mal, was die Missionen sagen. Ist der Johann, der Händler. Gut. Kriegen wir von dir denn gute Sachen, ist die Frage. Erstehe 2 Gegenstände. Was sind das für Angebote? Also, ist ein bisschen teuer, oder nicht? Hä? Ich meine, ne? Aber wir brauchen nur noch Zähne. Das ist ganz schön. Felsklippen müssen wir dafür erkunden. Ah, shit. Der ist ja gerade auf einer Reise. Werden wir das einfach beschleunigen? Ja, er soll sie sofort abschließen, komm. Oh, wir hatten sogar Glück. Wir haben den Kessel da. Wie heißt der? Bekommen. Fuck. Wie heißt der Drache? Scheiße. Kochender Kessel. Nicht der exotische, aber der normale. Okay, er braucht eine Stunde, bis er da ist. Den werde ich jetzt nicht beschleunigen. Nee, das werden wir jetzt machen lassen. Wir haben auch neue Missionen, keine Frage. Aber ich finde es gerade nur ein bisschen. Komisch mit den Pflichten. Also ist es normal, dass das so teuer ist, weil hatte ich jetzt nicht eine Mission von Higgs oder, nee, von ihm hier, ne? 2 Gegenstände, also das ist ein bisschen teuer, das kann ich gerade vergessen, tut mir leid. Ja, das ist halt dann so. Was wollte sie nochmal? Ah ja, das Holz finden, 1 Minute lang. Sehr schön, haben wir geschafft. Vater, was ist los? Okay, das sind jetzt Sachen, die wir vorhin schon so blind nebenbei gemacht haben. Deswegen.
Hätten wir doch eher hier auf die Leute. Es fühlt sich alles noch sehr wie Tutorial an, aber irgendwie doch irgendwie fühlt man sich weit an, aber ist man safe nicht. Ohne Turn auf Level 10. Jetzt glaube ich, jetzt geht's langsam los hier. Also zweimal einflüsternden Tod suchen. Und dann brauchen wir Level 10. Okay. Ergibt Sinn. Was müssen wir tun? Besitze 5 Drachen. Haben wir. Was möchtest du? Dein Bild ist weird, sorry, aber es ist irgendwie... okay. Wartet mal ganz kurz. Ist doch auch ein Kronkel, aber wir sollen seinen auf Level 3. Weil es hieß doch einen. Einen. Wir sollen einen um 3 Level trainieren. Naja, wir machen jetzt mal seinen. Weil da kriegen wir eh diese Reise, was auch immer das bringt. Training braucht er. Das ist teuer. Also dem seiner, der Fleischklops, wie er heißt, ist nicht gerade günstig. So, das haben wir jetzt auch beschleunigt, weil ich möchte es jetzt einfach haben. Kronk, kronk, kronk. Was gibt's noch für eine Mission? Für 10 Minuten Holz. Das heißt, aber es hieß mit einem. Wir müssen ja dann eh aufleveln, heißt das ja zum einen. Training braucht er. Kannst direkt beschleunigen, gratis. Wenn wir jetzt auf Level 10 leveln, Fisch sollte reichen. Wie viel kostet das? Okay, hat aber nichts gekostet, oder wie? Auch nicht schlecht, dann haben wir ihn immer noch auf Level 10. Jetzt können wir schon für 18 Minuten, also er kann wahrscheinlich bis zu einer Stunde, kann das sein? Ich verstehe weiterhin nicht, wieso da unten dieser Stundenwert... Der wird ja auch immer höher. Heißt das, es wird einfach alles in Stundenwert berechnet und das Spiel geht davon aus, quasi, dass du eine Kreatur vielleicht mal eine Stunde lang suchen lässt. Du bist mal eine Stunde lang im Game, oder wie? Naja. Ah, fuck. Wir müssen Tufel ja auch auf Level 10 bringen. Reicht der Fisch überhaupt noch, ist jetzt die Frage. Halt, wer ist... Das ist doch der aus dem dritten Teil, der Drache. Das ist eine Sie wahrscheinlich, ne? Tagschatten. Also nicht Night Fury, sondern Day Fury oder was? Ich keine Ahnung, wie das Viech ist auf Englisch. Okay, haben wir jetzt irgendwas Neues freigespielt? Schicke auf eine Reise? Okay. Schließe eine Reise mit. Okay, das machen wir gleich. Eins nach dem anderen. Ich würde jetzt gerne erstmal. Tuflis zurück. Was hat das jetzt gebracht hier? Wieso hat er jetzt hier hingezeigt? Kann ich. Leuchtende Auen. Oh, 45 Wikinger. Ja, moin. Hier kann ich nichts machen, oder? Ah, das ist wahrscheinlich VIP, oder? Tägliche Erkundungen. Club der Drachenreiter. Dann kriegen wir Tagschatten einfach, wenn wir das machen, oder wie? Ja, okay. Da werde ich mich mal drum kümmern, dass ich das mache. Weil VIP, das habe ich gesagt, das will ich schon probieren. Ich möchte gucken, in welche Richtung Lydia da geht. Aber es machen wir nicht die Folge. Aber gut zu wissen, aber das wird wahrscheinlich einen dann schon einiges erleichtern, nehme ich an. Hoffe ich. Wenn wir dann sehen. Also, du kannst jetzt nach Rauchverschwindende Qualm suchen. Aber ich möchte ihn auf Level 10 haben. So, jetzt haben wir kein Holz mehr. Jetzt haben wir nichts mehr. Aber wir haben Tufel auf Level 10. Sehr schön. Und nach Flüstern Tod können wir suchen. Und das wollen wir auch machen. Warte mal, suchen Reise. Das kostet jetzt 0. Was bringt die Reise? Wir müssen uns jetzt für Dinge entscheiden. Oh, Gottes Willen. Fleischklops und ich saßen da. Als ich in Krummel dann auch. Ich dachte zuerst Fleischklops, aber das ist. Eine riesige Welle rollte auf uns zu. Keine Ahnung, also Welle aufhalten werde ich wohl nicht schaffen, oder? Drachen retten. Alarmiere die Drachen.
Wir kriegen die Sachen, oder wie? Gratis. Was passiert jetzt? Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Es ist einfach immer wieder eine Sidequest, die wir immer wieder machen können, oder? Wir haben das Ding nur bekommen jetzt, oder wie? Also er ist dann immer auf Reisen und wir können währenddessen Dinge bekommen. Okay, wartet mal. Es gibt mehrere Nachtschatten. Ich dachte, es gibt nur noch einen. Night Fury. Ich weiß nicht, was sollen wir beschützen? Keine Ahnung, Night Furies, oder? Wir kriegen irgendein Ei. Also, ihr müsst mir einiges erklären. Ich bin legit überfordert, was hier gerade abgeht. Ich muss zuerst einen Nachtwächter, einen patrouillierenden Nachtschatten finden. Okay. Also wir können jetzt 3 Preise immer gewinnen, je nachdem, für was ich mich entscheide. Okay. Zeige ich Sachen oder imitiere ich Sachen? Ich würde es zeigen. Ich kann rechts garantiert fürs Paket gehen oder links hoffen, dass ich das Paket kriege. Wetten wir kriegen den Fisch, wenn ich jetzt fürs linke gehe? Wetten wir? Ah, was? Ich hatte Glück. Oh, ist doch schön. Ah, nee, jetzt muss ich... Oh, was? Jetzt kriege ich nicht garantiert alle 3 Sachen, sondern... Ja, ja. Das Paket, toll. Ich will das Ei, Mensch. Toll. Naja, aber interessant. Man kann bis zu 3 Sachen... Also man kann aus 3 Sachen dann eines ziehen. Und das ist ein selten Paket. Hier, ich fühle mich schon wie in... Ja, okay, das ist eigentlich ein ganz schöner Preis, würde ich behaupten. Rumpelhorn, selten. Ich fühle mich schon wie in The Game. Aber nur, wo ich weiß ja nicht, selten fühlt sich jetzt hier noch wertvoller. Den brüte ich direkt aus. Wir haben nicht genügend Platz. Ja, da werden wir uns nächste Folge drum kümmern, Leute. Wie gesagt, 3 Folgen als Pre-Aufnahme, bevor ich, also, ja, Aufnahme, bevor ich auf eure Reaktionen quasi eingehe. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Ich muss ehrlich sagen, es macht schon Spaß, aber ich habe echt Angst, dass jetzt irgendwann so diese Grätsche kommt, diese Lydia-typische Grätsche, wo es auf einmal heißt, ja, ne, entweder gibt es jetzt tausende von Runen aus oder du schaffst die nächste Mission sowieso erst in 2 Tagen. Ach Gott, wir werden es ja sehen, wie es dann weitergeht. Vielleicht aber selber, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao.